Der folgende Text ist ein Dialog mit dem Titel Offene Zugänge, doppeldeutig. Hallo, guten Tag. Was machen Sie hier in meinem Haus? Kenne ich Sie? Ich bin ein Fremder. Nein, Ihre Haustür stand auf. Da dachte ich, ich gehe einfach mal rein. Sie wissen aber, dass man das normalerweise nicht macht, einfach ohne zu fragen, in fremde Häuser reinzumarschieren. Doch, doch. Ich bin einer der gesittetsten und höflichsten Menschen, wenn ich mich mit dem Durchschnitt vergleiche. Ich bin sonst wirklich nicht der Typ, der in fremde Häuser geht. Aber ich kam hier die Straße entlang und dachte auch gar nicht zuerst daran. Und dann sah ich ihre offene Haustür. Ich überlegte kurz, ich überlegte lang. Man solle doch ab und zu mal die Komfortzone verlassen und etwas Neues ausprobieren. Etwas Mutiges. Ich fühlte mich plötzlich herausgefordert. Sei kein Angsthase, sprach ich zu mir selbst. Marschier da jetzt hurtig rein, das ist die Gelegenheit, und kassier alles an Wertgegenständen ein, was dir über den Weg kommt. Okay. Soweit, so gut. Haben Sie jetzt irgendwelche Wertgegenstände von mir abgenommen? Nein, soweit war ich leider nicht gekommen. Es ist mir generell verdammt peinlich, dass wir uns hier begegnet sind. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Aber ich hoffe, nach meiner Erklärung verstehen Sie, dass ich eigentlich nichts Böses vorhatte. Jeder Mensch braucht irgendwie Geld und Wert. Und jeder Mensch arbeitet und kann sich die Dinge doch jederzeit eh wieder neu kaufen. Und Gerechtigkeit? Manche Politiker nennen Willen ihr Eigentum. Manche Menschen hier leben ganz arm. Wer hat ein Recht auf welches Eigentum? Und auf wessen Kosten wurde dieses Eigentum produziert? Sie dürften sich echt nicht beschweren. Die Reichen leben auf Kosten der Armen. Sie leben hier überhaupt in Deutschland. Auch noch arm leben sie privilegierter als in anderen Ländern. Ja, da haben Sie wohl auch irgendwo recht. Eine Frage hätte ich da aber noch. Sind Sie geimpft? Und haben Sie Gründe dagegen? Nein, ich bin nicht geimpft und lasse mich nicht impfen. Ach, so einer sind Sie also. Ja, dann nehmen Sie doch Platz auf meiner Couch. Ich hatte eh zu viel Kaffee gekocht. Der Kuchen kommt. Ach, so einer sind Sie also. Die beiden setzen sich an den Tisch. Der Gastgeber serviert seinem Freund. Und in scherzendem Ton sagt der Gastgeber: Ja, Mensch, das nächste Mal empfehle ich Ihnen, woanders mit Maske einzubrechen. Vielleicht werden Sie dann herzlicher empfangen.